Hi, schön, dass du dabei bist. Heute habe ich auf jeden Fall im Kreativmodus ein XP-Glitch für euch vor. Mit dieser Map, mit diesem Glitch, schafft ihr auf jeden Fall bis zu 1 Million XP. Ich habe das selber nicht geglaubt, als ich das aber gemacht habe. Dann habe ich festgestellt, wow, so eine Map gibt es auch noch. Benutzt das auf jeden Fall, solange das noch funktioniert, weil wer weiß, wie lange das noch geht. So, wir laufen einmal zu dem Button, gebt den Code ein, den ich euch jetzt einmal hier vorgebe. Und damit starten wir auf jeden Fall die Map. So, oben rechts. Einfach draufklicken, da gibt es 2000 V-Bucks gratis von mir. Die verschenke ich momentan. Also, wer 2000 V-Bucks gerne haben will, einfach oben draufklicken. Alles andere wird geklärt. So, ich habe das selber nicht geglaubt mit dem 1 Million XP, weil manchmal schreiben die Leute so 1000 XP könnt ihr kriegen. Ich denke, geh mal da rein, guck danach und dann sind das auf einmal nur noch 10.000 XP. Aber bei dieser Map kriegt ihr auf jeden Fall enorm viel XP. So, ich versuche mal kurz die Map zu starten, dann kann ich euch gleich zeigen, wie das funktioniert. So, macht es auf jeden Fall so schnell wie möglich, weil ihr kriegt auf jeden Fall 1 Million XP. Mit 1 Million XP könnt ihr euch auf jeden Fall wahrscheinlich so 10 Level hochleveln oder so. So, wenn dieser Button kommt, machen wir einmal ja. So, dann gehen wir einmal kurz dahin. Gebt den Creator-Code, den ich euch jetzt einmal vorgebe, und zwar IRB. Damit könnt ihr mich einmal unterstützen und ihr könnt den Boost einmal nach oben ranken, damit das noch schneller geht mit dem XP. Also damit ihr die 1 Million XP bekommt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann laufen wir einmal zu den Waffen und zwar hier vorne, wo das hier ist. Genau die Waffe. Hier lang, in die Richtung, bauen wir 4 Treppen hoch. Wartet mal. Eins. Warte, in welche Richtung gucke ich gerade? Falsch. So. Ne, war doch richtig. Warte, ich habe mich jetzt orientiert. Genau. Viermal nach oben, also eins. Kurz hier, das irritiert mich gerade. So, eins, zwei, drei, viermal nach oben. Dann ein Boden. Jetzt leuchtet ihr blau. Achtet, ihr habt gesehen, blau leuchten. Laufen wir einmal in die Ecke, den Button aktivieren und dann landen wir automatisch woanders. Seht ihr, es läuft gerade ein kleiner XP, AFK ist XP auf jeden Fall weiter. Das läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Jetzt steht da eine Zeit, 8 Minuten und 55 Sekunden. Das heißt, die Zeit musst ihr auf jeden Fall abwarten. Das heißt, ich werde jetzt versuchen warten, bis die Zeit vorbeigeht. Aber ihr kriegt enorm durch die Zeit, die ganze Zeit AFK XP trotzdem weiter. Damit wir das andere aktivieren können, mit dem 1 Million XP, muss man nur kurz warten, bis die Zeit vorbei ist. Ich werde jetzt kurz warten, bis die Zeit vorbei ist und gleich erkläre ich euch, wie das funktioniert. Sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, sind noch 10 Sekunden, also ich habe die Zeit gewartet, bis die 10 Minuten vorbei sind. So, ich warte jetzt kurz noch ein paar Minuten, dann kann ich euch gleich zeigen, wie ihr das aktivieren könnt. Macht das auf jeden Fall so schnell wie es geht, denn wie ihr seht, guck mal, achtet mal, ich habe jetzt schon so 2000 bekommen, weil ich nur 10 Minuten gewartet habe. So, jetzt geht's los. Achtet jetzt mal überall, wo ich hingehe. So, der erste Knopf ist auf jeden Fall hier oben, den aktiviere ich jetzt einmal. So, einmal. Der zweite Knopf ist irgendwo hier in der Ecke, achtet mal. Zweiten aktiviere ich auch einmal. So, dann ist dritte Knopf hier. Seht ihr, ihr kriegt die ganze Zeit AFK nur. Der dritte ist dann hier. Dann laufen wir einmal rein. Hier vorne bei der Lampe ist noch einer. Den aktiviere ich auch. Seht ihr, es wird immer mehr und immer mehr. So, hier vorne gucken wir mal, ob einer hier versteckt ist. Weil da sind mehrere Knöpfe überall. Da muss man halt drauf achten. Ich glaube, hier war keiner. So, weiter geht's. Dann hier oben bei der Lampe ist noch einer versteckt. Den aktiviere ich auch. Seht ihr, ich steige die ganze Zeit Level hoch und kriege immer AFK XP. So, dann gehen wir einmal raus. Direkt hier vorne ist noch ein Knopf. Den aktiviere ich auch. Dann laufen wir einmal zurück. Seht ihr, ich kriege immer weiter XP. Es ist auf jeden Fall enorm viel XP. So, wir springen jetzt einmal hier runter. Sind schon jedes Mal 5000 pro Sekunde, 6000 pro Sekunde. So, jetzt gehen wir hier. Der nächste Knopf ist hier, den aktiviere ich. Dann ist noch einer hier, den aktiviere ich auch. Seht ihr, ich kriege jetzt pro Sekunde 8000 schon. Steigt die ganze Level hoch. Und dann ist noch der letzte Knopf auf jeden Fall hier. Den aktiviere ich auch noch. Und somit habe ich auf jeden Fall alle Knöpfe aktiviert. Achtet mal selber, wie viel XP ich bekomme die ganze Zeit. Es ist enorm viel XP. Seht ihr, ich bin schon 4 Level hochgestiegen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn das Video dir gefallen hat. Abonniere diesen Kanal für weitere Videos. Und jeder von uns, nicht vergessen, jeder von uns kriegt anders XP als ich. Das heißt, ihr könnt das immer wiederholen. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal Kreativmodus verlässt und nochmal reinkommt und das gleiche wiederholt, ihr kriegt genauso viel XP. Das heißt, ich würde das so lange, wie es funktioniert, ausnutzen, weil ihr kriegt immer wieder XP. Ihr könnt euch auf jeden Fall schneller hochleveln zu Level 200 oder halt höher. So. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal für weitere Videos und ich sage mal bis zum nächsten Mal.
Ciao.